Hier die Leitstelle Linzig mit dem Einsatz F1 Brandmeldeanlage ausgelöst am Krankenhaus. Rückfrage an den Einsatzleiter, wie sieht die Lage vor Ort aus? Ja, aktuelle Lage, unübersichtlich, sehr viele Feuerwehrkräfte hat wohl Meldergruppe 17 ausgelöst. Wir gehen mal auf Erkundungstour. Ja, positiv. Boah, stell mal das Gepiepe aus. Leitstelle Lenzig für den 2KDW1 kommen. Die Leitstelle. Ja, ich bestätige ausgelöste Meldergruppe 17, Melder 2 bis 4. Keine Feststellung. Alle eingesetzten Kräfte können wieder zurück zur Wache. Zu Befehl. Ja, so verstanden. Was gibt's? Zu Befehl. Na sowas. Und dann haben wir hier gerade einen wunderschönen Großeinsatz hier aufgebaut. Aber man weiß ja nie. Gerade am Krankenhaus muss man immer schön vorsichtig sein. Was meinst du, wenn ich auf dem Cardio-V bin, ne? Dann kann ich mit Rechtsklick auf andere Fahrzeuge klicken, ne? Ja, das finde ich auch krass. Klappt das? Ja, aber ich weiß nicht, was ich mit denen dann anstelle. Naja, so, wir haben da noch einen weiteren Verletzten, da ist dein RDW angekommen. Ja, sehe ich. Ich glaube, ich muss da gleich nochmal ein zweites NEF holen. Ja, lass, ich schick's. Ja, zu spät, jetzt habe ich schon. Habe ich schon zwei. Zwei hingeschickt. So, dann kann meine Poja nach Hause. Gebrochenes Bein. Du hast die 1, ne? Ja, meiner ist am näheren dran. Am nächsten dran. Warte mal, haben wir hier direkt Hundekadaver mit Stadtreinigung entsorgen? Wir benötigen einmal die Stadtreinigung. Die hast du. Ich hab nur den Entstörendienst. Och Mann! Da habe ich mir extra schon alles ausgesucht, dass ich mal nicht die ganzen Sonderfahrzeuge habe. Und dann muss ich natürlich genau den einzelnen alarmieren. War ja klar. Ich muss aber auch sagen, ich finde den Rettungsdienst Wache 10 ja auch echt geil. Verstanden. Sieht schon cool aus. Ich würde den RDW aber andersrum hinstellen, ne? Dann rollt die Trage in den RDW und nicht vom RDW weg. Da ist was dran. Aber ja, so sieht's geiler aus. Also, was machen wir? Ja, erst geil aussehen, dafür Fotos und dann drehst du um. Ach nee, weißt du was? Das lassen wir so und wenn es dem Patienten gut geht, dann rollt er mit der Trage hier runter und hier unten ist noch ein anderer RTW, da kann er dann aufgenommen werden. Ja, ach so, dann parkt der RTW unten rückwärts, ne, dass der perfekt da reinrollt. Ja genau, warte mal, ich park den mal kurz um. Bin dabei. Ungefähr so, oder? So, die Türen machen wir auch gleich auf, damit das ja auch gut... Ja, genau, perfekt. Und dann machst du oben, ne, den RDW andersrum, dass die Trage unten wieder reinrollt. So viel zum Thema, wir spielen hier realistisch. Das Bein kann behandelt werden. Ja, zäh. Sollen sich mal nicht so anstellen. So, die Stadtreinigung ist da. Erstmal LED-Matrix aufbauen. Oh, Alter, du, deine LED-Matrix, ey. Was denn? Wofür haben wir sie denn? Ja, Digga, auf der Autobahn da unten kann ich es ja noch verstehen. Das ist ja auch hier quasi eine Bundesstraße. Ah, ich glaube, du hast gerade nicht so viel zu tun, habe ich das Gefühl. Ja, und? Ach, warte mal, genau, nee, so war das. Wo brennt's? Ja, das ist deine Baustelle. Och Mann! Okay, dann schickst du trotzdem einen zweiten Löschzug hin, ist sowieso F2. Ja, von wo willst du den haben? Ich kann dir von der 12 was schicken, aus dem Westen. Ich glaube, ich fahr mal hier in den Innenhof rein. Oder von der 11 aus dem Süden. Ich nehme den inneren Hof, nimm du mal die Straßenseite, bitte.
Ja, die Frage ist, was willst du denn noch haben von mir? Auf jeden Fall ein weiteres Elef. Und, ja, was brauchen wir noch? Mindestens 3 RTWs. Sonst warte mal, kann. Oder schick mal von dir ein RTW. Ja, ich schick noch ein Halef mit. Dann sollte das. Ach, guck mal. Eins Halef 20 Zoo, um eines angekommen. F2 Gebäudebrand. Gebäude brennt in vollem Ausmaße. Menschenevakuierung läuft. Ist in Arbeit. Alter, bei uns im Ort wäre das eigentlich ein B4. Ja, ja. Möchtest du auf B4 alarmieren oder? Ja. Noch nicht. Bin bereit. Oh, dann haben wir halt ein Problem, wenn es noch irgendwo anders fackelt, ne? Das ist die Sache. Okay. Ja, wird erledigt. Sofort. Bin bereit. Yo, bei B4. Ja, mai. Ja, mai. So viel kommt da eigentlich gar nicht. Das wären wir und der Nachbarort. Also, es geht eigentlich noch. Ja, dann. Darfst du gerne mal alarmieren. Nö, nö. Verstanden. Nein, Kollegen, haut da ab. Boah, das liebe ich ja, ne? Ja, die fallen jetzt alle um. Ja, perfekt. Jetzt haben wir Verletzte. Perfekt. Dankeschön. Ja, hier Einheitsleiter erhöhen auf Brand 3. Mindestens 6 verletzte Personen. Wir benötigen. Oh oh. Ja, Brandausbreitung. Wir ziehen uns zurück. Wir benötigen weitere Einsatzkräfte in Einsatzstelle kommen. Ja, das ist soweit verstanden. Ich schick mal von mir die Pool. Ja, genau die Einsatzkräfte, die wir brauchen. Ja, Straßen dicht machen. Ach, zweites Gebäude. Wie viel? 2, 4, 5 verletzte Personen. Ja, so positiv. Ja, das Problem ist halt, das erste Elef, was da ist, das muss ja natürlich Evakuierung oder ja, Evakuierung machen. Ja. Aber in der Sekunde kann sich das Feuer immer weiter ausbreiten. Mach mal Verletzten-Sammelplatz. Ja, ich bin dran. Da wo mein RDW da gerade. Ja, ja, wird, ne? Ich bin dran. Auf der anderen Seite ist eine freie Fläche. Ach du Scheiße. Okay, ja, Gebäudebrand breitet sich aus. Da wo mein RDW steht, ne? Ja, die kommen da schon. Da rein. Ja. Soll ich den direkt auf die Trage werfen? Wenn es dir nichts ausmacht. Okay, kräftig nachalarmieren. Oh. Ja, deine Feuerwehrleute, dein RD kriegt Schaden. Ja, ja, ich hab's gerade gesehen. Doch noch ein bisschen zu warm da. Ein klein wenig. So, meine Delka. Ich noch ein Stück weiter rein. Nee, nee, weiter rein, da wo mein RTW jetzt reinfährt, dass da. Ja. Dass wir da weg sind. Ja, ja. Okay, zu spät. Höre. In Ordnung. Was gibt's? In Ordnung. So, ich muss mal. Zieh den da weg. Ja. Ich muss mal eben meine anderen. Höre. Okay, höre. Bin dabei. Meine anderen, Kollegin. Oh, busy Flatterband. Ja, das ist ein bisschen doof hier gerade. Okay, dein eines Halef 11, kann man bitte Menschenrettung übernehmen, weiter? Ja, ja, machen wir. Ah, sehr gut, die Kollegen. Bin dabei. Erwarte Befehle. Kein Problem. Ja? Dann mache ich jetzt Menschenrettung. So positiv. Okay. Ja. Jawohl, bin bereit. So, ein Notarzt ist jetzt auch da aus dem NRW. Super Befehl. Ja, so positiv. Super. Und zweites NEF. Erwartet Befehle. Zu Befehl.
mal gucken. Das Problem ist, meine Feuerwehr wird hier gerade von Flammen eingeschlossen. Nur eine Frage der Zeit, bis die Brandschaden alles kriegen. So, ich gehe erstmal mit 3 Rohren auf die eine Richtung. Notarzt kommt für den einen. Ich guck mal nach Helis gerade. Es sind mein NAW macht den anderen Verletzten. Es sind 2 Helis verfügbar, 9 und 8. Mach erstmal Feuer aus. Ja, ich alarmier die, aber dann lass ich sie später. Lass doch meinen Notarzt da behandeln. Was macht denn dein Notarzt da? Der kann den nächsten machen. So, kann die Delkarte wieder Wasser? Ja, perfekt. Gut, umlagern. Aber zackig. Aber ziemlich zügig, bitte. Mach hier auf der Straße auch mal einen Verteiler fertig. Alles klar. Kein Problem. Meine Herren, was ist denn hier das schon wieder so am Eskalieren? Dann kümmere ich mich jetzt mal um die Verletzten, dann machst du Brand. Was geht's? Okay? Ja, so, super. Wohl tollwütiger Hund ist jetzt fertig. So, tollwütiger Hund ist fertig. Ja, das ist gut. Kein Problem. Erwarte Befehle. So, ich mache jetzt erstmal hinten die kleinen Brände. Das Hauptgebäude muss jetzt erstmal warten. Ich hau mal einen Verteiler mit 3 auf, auch mal drauf. Ja, einfach aufs Gebäude, aufs große. Das eine Hauptgebäude ist jetzt gerade schon abgelöscht. Ich mache hinten noch die Seite und vorne sieht auch gerade gut aus. Ja. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Sind wir allein. Meine Herrschaften hier. Brauchst du Notärzte eventuell? Aktuell negativ. Ich hätte sonst einen LNA. Na. Was will ich mit dem LNA? Sicher nicht. Weißt du? Nein. LNA brauchst du nur zur Tragehilfe, ne? Ja, natürlich. Ja, okay, ich verstehe. Ja, ich habe hier 3-mal mit Kupler Wu. Das ist easy abgearbeitet. Einmal drittgradig, 2-mal drittgradig, einmal viertgradig. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Heli. Ja, es sind 2 verfügbar und schon am Einsatzort. Oh Kacke, da breitet sich definitiv noch was aus. Jawohl. Achtung, aus einer nahegelegenen. Och Mann. Ja. Strafgefangene geflohen. Es wird vermutet, dass sie sich im Einsatzgebiet versteckt. So. Ja, den übernehme ich. Sie alle geflohenen Sträflinge. Die Hummel holen wir uns schon mal. Und transportieren Sie sie ab. So, die Garagen sollten ja jetzt gleich aus sein. Ja, jetzt brennen unten auf dem anderen Innenhof 2 Pkw. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast auf der anderen Seite ein bisschen. Naja, ich mach mal Verletzen. Und das andere Gebäude brennt auch wieder weiter. Och Mann! Hier haben wir nochmal Kopplabo. Da kannst du einmal die Hecke da links von deinem kurz machen. Oder? Ja, okay, ich mach schon. Gut, dann macht ihr 4 das Gebäude hier. Du gehst ebenfalls da drauf. Ah, genau so muss es doch hier aussehen. Schön knatscheng, lauter Feuerwehr und lauter Schläuche. Ich mach dir mal eine RTH-Landezone. Ja, bitte. Danke. Aber warte kurz, ich muss noch absperren. Jo. Kriegst du noch eine zweite daneben hin? Negativ, wir arbeiten mal mit einer. Ah,
Ah, oh, doch, warte mal, ich krieg noch eine zweite hin. Nein, lass die doch nicht so dicht nebeneinander landen. Kriegen wir die. Warte. Kannst du denn einen Streifenwagen mal umparken? Der in der Kreuz. So, jetzt. Jetzt ab. Moment, ist gleich abgesperrt. Und ja, jetzt darfst du landen. Action! Genau so hat das auszusehen. Oh yeah. So. Also wenn ich dir einen schwerverletzten hoch um Dingsen. Ja, bring ich hoch. Verbrennung dritten Grades sehe ich da zwei. Na, wir machen viertgradig. Für den, nee, viertgradig gucke ich mal gerade, ob der im NRW fahren darf. Nee, sonst lass, nimm die viertgradigen gleich mit Heli. Davon haben wir ja genug, zumindest vorerst. Ja, dann fahr ich die zum Heli. Du müsstest dir aus dem Heli ja dann das aus dem RDW schnappen können. Ja, ja, genau. Okay, Gebäude ist fast abgelöscht. Ich melde erstmal Feuer unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten, umliegende Gebüsche laufen. Brand, Gebäude aus. Sehr gut. So. Ich fahre hier mit dem 14 RTW 1. An den einen Heli ran. Ja, verstanden. Boah, das sieht aber heftig aus hier. Mit dem NRW kommt der andere. Ja, verstanden. Junge, Junge, Junge hier. Da kannst du mit einem deiner RTWs kurz einladen. RTWs? Ja, da liegt noch ein Verletzter. Ja, sofort. Fahrfeuer aus. Sehr gut. Darf ich umladen? Was geht's? Ja, darfst du. Verstanden. Ja. Der hat ja nur ein paar Kupplerwus, also. Ah, einmal RT-NEF-Begleitung rollt, super. Du kannst dir die. Schnappst dir die gerade beide aus den RDWs? Ja, sind schon dabei rausgeholt zu werden. Muss mal eben. Einmal drittgradig, einmal viertgradige Verbrennung. Ja, so positiv. Krankenhausanmeldung läuft. Kannst du mal bitte Abschlepper machen? Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Mach ich. Oh. Was? Ach, warte, Scheiße. Achtung, ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Atemschutzüberwachung. Nein! Oh. Jetzt haben wir drei weitere Verletzte. Ach, warte. Aktiviere sofort bei jedem Atemschutzüberwachung. Sofort bei jedem Atemschutzüberwachung anstarten. Ich fahre mit meinem 11 HLF 201 erstmal Richtung. Erstmal Heimzus. Was gibt's? Das heißt, warte mal, mein NRW ist gleich wieder frei. So, wir bauen jetzt schnellstmöglich alles zurück, wenn irgendwie möglich. Ja, dann machst du da Platz, dann komm ich. Ich habe direkt zwei RDWs ja hier. Aber, ja, ist auf jeden Fall. Ja, passiert. Ein. Passiert den Besten. Was geht's? Ist in Arbeit. Ganz ehrlich, ich glaube, wir lassen die Landezone mal, dann lassen wir einen der Feuerwehrleute mal fliegen. Hui! Ich positioniere im Stadtgebiet schon mal ein paar Streifen für die mögliche Verfolgung. Dann mach du mal den Gefängnisausbruch und ich kümmere mich um die Verletzten, jupp. Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir da noch Spaß mitbekommen werden. Mit den Herrschaften. Ich lasse eine Heli-Zone da, schickst du mir
einen Heli? Ja, ist gerade alles nicht verfügbar. Ja, die zwei sind gerade losgeflogen. So schnell sind die auch wieder nicht. Ja, aber es müsste theoretisch noch einer sein. Ja, es sind insgesamt, sind es ja vier. Aber zwei sind nicht einsatzbereit, weil, kein Personal. Geht nicht, weil darum, weil ich's nicht. Jo. Kennt man doch. Dein ELW kann auch heim. Abschlepper mache ich. Abschlepper machst du? Okay. Ja, Abschlepper mache ich. Alles klar. Dann geht die Drohne mal suchen. Jo. Dein Alex 16, der kann auch nach Hause. Ich sperre da selbst noch ab. Und Warte. Mir rennt hier einer direkt in die Füße Richtung Polizeiwache. Mega geil. Das finde ich gut. Ah, den ersten schon mal direkt festgesetzt. Mega geil. Besser geht es nicht. Ja, was rennt er auch hier genau ins SEK rein? Ernsthaft. Der kann ich ihm auch nicht mehr beihelfen. Dein 1 RDW1 kann heim. Oder wobei, schnappt ihr einen Patienten, dann kann er heim. Was gibt's? Ich nehme den dahinter. Ich nicht, weil mein Elfer ist jetzt auch da. Polizei, Heli-Landezone. Da ist noch ein zweiter Straftäter. Da rennt dem anderen Kollegen direkt mit dem Absperrband entgegen. Kannst du da mal kurz übernehmen? Ah, da. Ja. Sonst, warte mal, ich habe hier irgendwo gerade einen Streifenwagen von mir gerade heimgeschickt. Ich kann jemand den schnell übernehmen. Da steht ein Alex 14 von dir. Da renne ich gerade vorbei. Ja, achso, das ist alles meiner. Gut, ich krieg den. Ach, das ist meiner, ja, perfekt. Und einmal eine Gewürzmischung. Bitteschön. Und da kommen die Abfangkollegen, sehr schön. Dann kannst du den hier direkt eintüten. Ja, mache ich dir. So. Ha! Wir sind solche alles, Profis. Sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Sie haben kein Recht auf einen Anwalt. Da sie sich keinen leisten können, wird ihnen auch keiner gestellt. Spaß mit den Kollegen. Also gut, dass du kein Polizist bist, ey. Da krieg ich direkt Angst. So, also Heli machen wir nicht. Warte mal. Ich habe jetzt drei einsatzbereit. Ja, nee, jetzt sind alle schon abtransportiert. Brauchst du nicht. Okay, ich hätte dir zwei schicken können. Und dann. Nö, brauchst du nicht. Gut, dann. Hol, wir bauen ab. Was gibt's? Ja, hoffe ich doch. So. Gefängnisausbruch. Ja, dann müssen wir den leider mal. Warte mal, wo kann man denn den. Das Fahrzeug debuggen, wo geht das nochmal? Oder ist das nur über das Debug hier Leitstelle möglich? Ich glaube so rum. Jetzt über die Debug-Leitstelle nur, weil wir ohne Leitstelle spielen. Ach, Mann. Hast du die Abschlepper, rollen die? Ja, es ist alles unterwegs. Perfekt! Super, mit diesem perfekten Zwischenstand soll es für die heutige Folge gewesen sein. Die Polizei fährt heim. Die Abschlepper rollen ebenfalls nach Hause. Okay, noch nicht. Erstmal müssen sie was aufladen. Danach können sie nach Hause. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat es gefallen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Reingehauen und ciao.